Hallo, wir sind heute beim Türkischen Bund Berlin-Brandenburg. Bei mir ist Safdar Cüner. Was ist der TBB? Was macht ihr so? Ich würde euch mal kurz vorstellen. Wir sind 1991 gegründet worden, sind ein Dachverband. Das heißt, wir haben grundsätzlich wiederum Organisationen, die bei uns Mitglied sind, 38 zurzeit, aber wir haben noch ungefähr 70 Einzelpersonen, die Mitglied sind. Wir sind gegründet worden als Interessenverband erstmal der Türkeistämmigen, aber mittlerweile sehen wir uns eher als so eine Art Menschenrechtsverband und treten für das gleichberechtigte Leben aller in Berlin auf. Für die Leute, die ihr vertritt und was ihr so macht, was würde für euch das heißen, wenn du von mir so die Frage hast, was heißt selbstbestimmtes Leben? Um selbstbestimmt leben zu können, glaube ich, muss ich auch die ökonomische Grundlage haben, so auch die ganze Diskriminierungsdiskussion nicht unabhängig von der ökonomischen, sozialen Lage der Menschen zu betrachten ist. Aber es gibt natürlich auch Bereiche, wo politisch-gesellschaftlich gegen Diskriminierung und Ausgrenzung Maßnahmen erforderlich sind. Und jetzt komme ich als Politiker bei dir vorbei. Was wäre für dich so eine zentrale Forderung oder zentrale Forderungen an die Grünen oder auch an die Berliner Regierung? Also als TBB haben wir die Koalitionsvereinbarung der rot-grünen Senates sehr begrüßt, weil da waren sehr viele Punkte, die in unseren Wahlprüfstein waren. Jetzt geht es sich eigentlich mehr um die Umsetzung. Ein wichtiger Punkt ist ein Landesantidiskriminierungsgesetz, das auch diesen Namen verdient. Sicherlich gibt es einiges im Bildungswesen zu machen, aber zum Beispiel jetzt die Muttersprachen in die Schulen aufzunehmen, ist ja, damit ist ja auch angefangen worden, ist ein wichtiger Punkt auch bei der Persönlichkeitsbildung. Es gibt eine ziemlich hohe Arbeitslosigkeit unter migrantischen Menschen. Das heißt also, für alle, die natürlich arbeitslos sind, ist es ganz wichtig, dass der Senat hier Maßnahmen ergreift. Ebenso ein super großes Problem, die Wohnungsnot bzw. die steigenden Mieten. Dann herzlichen Dank, dass ich erstmal hier sein durfte. Ich wünsche noch einen wunderschönen Tag und bis Danke, bald. wir danken für den Besuch.